Das große Ferlacher Wasserfest verwandelte die Büchsenmacher Stadt bereits zum 7. Mal in Kärntens Wasserhauptstadt. Viel Spaß, Infos und jede Menge Unterhaltung rund um das kühle Nass begeisterten über 1500 Besucher. Schon Tradition hat der Luftballonstart zur Eröffnung des Festes mit Landesrat und Wasserreferent Rolf Hollup. Durch die Wasserkraft sind wir strommäßig eigentlich schon autark. Wir haben schon mehr als 100% des Stroms, den wir in Kärnten selber herstellen, die sauberste Energie, die es gibt. Und jetzt müssen wir wärmemäßig auch noch was dazulegen. Und das Wasserfest ist natürlich fürs Bewusstsein sehr wichtig, dass wir sehen, das ist ein Lebensmittel, das liefern wir an alle Haushalte und das ist super sauber. Der Mensch besteht ja zu mehr als 90% aus Wasser. Action pur bot die Einsatzgruppe der österreichischen Wasserrettung mit der Spezialeinsatzgruppe der Fließ- und Wildwasserrettung bei ihrer Einsatzübung. Ja, zur Wasserrettung kann man ab 5 Jahren gehen. Da gibt es dann die verschiedenen Ausbildungsstufen bis zum Retterschein. Und ab dem Retterschein geht es dann zur Spezialausbildung. Das heißt Bootsführer, Taucher, Fließ-Wildwasserretter. Und das sind dann eben diese Spezialisten, die wir immer wieder benötigen, wenn es zu ernsthaften Situationen kommt. Bequem und natürlich kostenlos brachte die Valentinsfähre die Gäste über die Drau zu den verschiedensten Erlebnisstationen. Das Besondere ist, dass hier wirklich alle Vereine, die mit der Natur, mit Fischerei, mit der Trau zu tun haben, hier mitmachen. Zum Beispiel die Fährmänner oder der Verein Dümerlus Etchenrast. Und das ist hier das Besondere, dass man einfach eine super Zusammenarbeit zwischen den Vereinen, der Gemeinde und auch den Betrieben, wie hier zum Beispiel den Verbund haben. Man hat heute den Beweis dafür, wie schön es der Verbund mit den anderen Gemeinden geschafft hat, alleine die Uferlandschaften zu gestalten. Die werden heute von den Menschen angenommen, sie dienen als Erholungsraum, sind touristisch okay, sind wirtschaftlich okay und auch in der Drau ist das Leben okay, nämlich wenn ich an die Fische denke. Also unsere Kraftwerke, da können wir schon sehr stolz sein. Wir haben doch einen weit größeren Ausbaugrad als viele andere Länder. Wir erzeugen eben als Verbund 80% in Wasserkraft und darauf sind wir stolz. Verköstigt wurden die Wasserfans mit köstlichen geräucherten oder gegrillten Forellen, aber auch mit einem herrlichen Schweinsbraten. Das Wasserfest in Ferlach ist das beste Beispiel dafür, wie spannend Wasser in all seinen Facetten sein kann, wenn man sich einen Tag darauf einlässt.